Unfalltod der Schlagersängerin Alexandra im Juli 1969. Autor Dr. D. Seltzer McKenzie. Ich habe heute am 22. Mai 2017 zufällig im Fernsehen die ZDF-Sendung Hallo Deutschland gesehen und dort wurde ein Bericht über den Unfalltod der Schlagersängerin Alexandra im Juli 1969 gebracht. In dem Fehlbericht behauptet ein Buchautor namens Mark Böttcher, dass an dem damaligen Unfall irgendetwas nicht stimmen könnte. Ich möchte dazu sagen, auch wenn die Sache inzwischen 48 Jahre zurückliegt, ich habe damals den Unfall ganz genau pur beobachtet und war vor Ort. Mit meiner damaligen Freundin kamen wir aus Norwegen und es war in der Nähe von Heide in Holstein, als der Mercedes der Schlagersängerin Alexandra vor uns fuhr. Ich weiß noch genau, es war ein sehr schöner etwa 1959 E220 E-Mercedes Coupé, der zwar damals sicherlich erst 10 Jahre alt war, aber er galt schon als Oldie. Es gab keine besonderen Vorkommnisse, bis dieses Fahrzeug in eine Straße einbog ohne das alte Haltzeichen, Klammer auf dieses Verkehrsschild, gibt es heute nicht mehr, Klammer zu beachten und auf der Vorfahrtsstraße, ist ein Lastwagen seitlich frontal in diesen alten Mercedes hereingefahren, hat den Wagen etwas vor sich hergeschoben und total zertrümmert. In dem Fahrzeug befanden sich zwei Frauen, eine jüngere Fahrerin, eine etwas ältere Frau sowie ein etwa 5 Jahre altes Kind, ein Junge. Die beiden Frauen waren sofort tot, der etwa 5 Jahre alte Junge meines Wissens nur leicht verletzt, da er auf den Rücksitzen gesessen hatte. Natürlich ist auch die örtliche Polizei erschienen und hat den Unfall aufgenommen. Es war eben damals so, dass das ein ganz normaler Verkehrsunfall mit tödlichen Folgen war, weil das Mercedes-Fahrzeug die Vorfahrt nicht beachtet hatte. Es war auch ganz eindeutig und klar, dass die Schuld bei dem Mercedes-Fahrzeug lag, da man die Vorfahrt nicht beachtet hat. Nun sagt ja dieser Buchautor in dem heutigen Fernsehbericht, es seien Zeugenaussagen verschwunden und das stimmt insoweit nicht. Ich habe damals bei der Polizei natürlich Aussagen gemacht, wie das abgelaufen war, aber es war eben damals so, dass das vor Ort bei den Verkehrspolizisten und der Unfallaufnahme gemacht wurde und man erst gar nicht mit zum Polizeirevier kommen brauchte. Das ist heute sicherlich alles anders, aber damals war es eben so. Erst später habe ich erfahren, dass die Fahrerin, die den Unfall verursacht hatte und bei dem Unfall auch ums Leben gekommen ist, die deutsche Schlagersängerin Alexandra gewesen ist und mir hat später einmal der damalige ebenfalls deutsche Schlagersänger Michael Holm gesagt. Er habe ein Treffen auf der Insel Sylt veranstaltet und diese Sängerin Alexandra dort eingeladen und sie sei auf dem Wege nach Sylt gewesen. Im Hinblick auf den heutigen Fernsehbericht möchte ich nochmals sagen, da war nichts, aber auch gar nichts faul, das war ein Unfall mit einem etwa 10 Jahre alten sportlichen Mercedes, der damals eben schon als sogenannter Oldie galt und es gibt jetzt neuerdings Spekulationen, dass an dem Fahrzeug manipuliert worden sein könnte. Natürlich kann ich dazu nicht sagen, aber Sie müssen sich aber vorstellen, 1969 und insbesondere Autos aus dem Jahre 1959, Klammer auf, ich denke es war ein 1959 E-Mercedes Klammer zu, hatten damals schon teilweise erhebliche Mängel, die eben auf das 10-jährige Alter zurückzuführen waren. In der damaligen Zeit, insbesondere in den 1950er Jahren, konnte man ein Auto nach spätestens 5 Jahren wegwerfen und auf den Schrott bringen, was eben mit den heutigen Fahrzeugen überhaupt nicht zu vergleichen ist. Es mag ja traurig sein, dass es eben damals gerade die etwa 27 Jahre alte Schlagersängerin Alexander getroffen hat, aber sie hat nun einen gravierenden Fahrfehler begangen und das hat leider tödlich für sie geendet. Ich glaube, man muss auch einmal die damalige Zeit berücksichtigen. Es war ein schöner Sommertag in Norddeutschland, Klammer auf, und so viel Sonne wie heute hatte man damals noch nicht, Klammer zu, und da können Fahrfehler sehr schnell passieren. In Anbetracht des heutigen Fernsehberichts ist des ZDF möchte ich nochmals sagen, faul und mysteriös war damals nichts, das war ein Fahrfehler, der eben zu tödlichen Folgen geführt hat.